Camera on. Und damit herzlich willkommen zum fünften, wie heißt die Liga? Draftcastle Spieltag der Minun-Liga, mit, zusammen mit dem Dirty Boy. What's up? Gott, bist du laut, warte. So. Hey. Hey. What's up? Wir haben Spieltag 5, wir stehen aktuell, Spoiler, 4-0. Und wir wollen jetzt 5-0 gehen, weil ist schon weird flex so. Und ja, ich würde sagen, ich stelle euch einmal sein Team vor, von dem lieben Yoshi mit seinem Team Conquerous Hiki, Heiki, keine Ahnung. Er hat in seinem Team Zeraora und Mega Gardevoir im S-Tier, Panzer Aeron, Arcani und Suicune im A, Uhafni, Roserade im B, Keifel, Piondragi im C, Maskeregen und Frigometri im D-Tier. Dirty, was haben wir heute Schönes dabei? Also, wir haben einmal die Waschmaschine dabei, weil die Waschmaschine ist immer geil. So, Waschmaschinen legen länger mit Kalgon und es sind geile Arcani-Switchen. Er kommt geil in Pillow-Swine rein, er taggt mal einen Hit so von allem. Also eigentlich ist es, das Ding ist einfach der Macher. So, das heißt, wir haben da Defog drauf, weil falls da Webs kommen, haben Volt Switch, Hydro und Will-O-Wisp. Einfach nur, weil das Team gefühlt nur aus physischen Attackern besteht und die Sachen, die halt potenziell reinkommen in uns, ist sowas wie Roserade oder Pillow-Swine, falls er eine Volt-Switch abfangen will. Das heißt, die können wir Will-O-Wispen, weil Roserade können wir obviously nicht toxicen und Thunder Wave, na, ist jetzt nicht so important. Das ist schon okay. Dann haben wir Ferroform, unser Switch in dieses Roserade, weil dieses Roserade ist ein Riesen-Threat für unser Team wegen der scheiß HP. Kannst du bitte Mega, und es generell. Kannst du bitte Mega Gardevoir nicht. Oh. nicht ach, und es ist Mega Gardevoir mit Switchen. Also Pharaoh Fawn ist da. So der Gyro Ball, Rocks, Leech Sheets, Standard und Power Whip nochmal, damit wir potenziell Suicune ein bisschen treffen. Dann kommt der Macher, Landorus Maximus, mit einem wilden Set, mit EQ, Gravity, Sub und SD. Basically, wir können mit Gravity alles auf den Boden holen und drücken einfach EQ. Weil da ist ja kein EQ-Switchen mehr, außer Maskering. Mit Maskering da ist kritisch. Aber dann spielen wir ein bisschen darum, dass er das nicht checkt, dass wir maybe einen Rock-Move oder so haben. Mit dem LVS können wir, wenn wir das Panzer Aeron intimidaten, können wir auf dem Stubben auf dem Braveport und kriegen dann halt immer Setup. Dafür ist der da. Der Speed ist einfach nur für die 90er-Mons, also für das Roserade. Dann kommt Lopunny. Lopunny, auch wieder super geil Matchup, hat nur ein Switchen, das Panzer Aeron. An sich hätte er kein dürftig Dirty Set spielen und das heißt Adamant HAK, aber ist okay, spielen wir nicht. Das heißt, aber da rein wird maybe immer Panzer Aeron kommen, das heißt wir können U-Turn, können sowas wie Lando reinholen. Wir sind gespeedcrypt auf Uhafnir und ja, wir spielen CC, Return, U-Turn, Fake Out, Standard Set. Ein weiteres Mal, was wir auch noch reinholen können in Panzer Aeron, ist Vikavolt, was auch unser Switch in das Setstein Aura ist. Der ist halt geil, weil wir können einen Rocks legen und mit Volt Switch Bugbust treffen eigentlich das ganze Team. AKA, wir spielen eigentlich wieder Webs. Und dann haben wir noch Chandelure, weil wir wollten Revenge Killer haben für sowas wie, sowas wie den komischen Jungen da in Form von Gardevoir und ist halt ein bisschen nervig mit Piondragi, müssen wir drum gucken, aber ja. Ja, und ich würde sagen, ich lade ihn einfach direkt ein. Ich challenge. Ja. Ich will irgendwie Trick auf wie Chandelure spielen. Wollen wir dafür Overheat wegpacken? Ja, wir bringen eh kein Overheat. Okay. Ich will Trick spielen. Ja, okay, jetzt bin ich bereit. Okay, ich habe Trick draufgepackt. Okay. Draftcastle, Spieltag 5, Yoshi, ja, National Dex AG Challenge. Come on, let's go. Let's go. Ah, ich bin nervös. I'm not ready for this. But I'm ready. Das Matchup ist halt nicht so geil, aber es ist machbar. Wir haben Threads und er hat mehr Threads. So, Aura ist threatening Gardevoir und Roserade. Roserade ist nicht dabei. Oh. Ah, ich bin im falschen Account drin. Moment. Ich hab ihn eingeladen. So. Dann. Okay.
Ich kann jetzt nicht klicken, also ist dein Schuld. Ja. Wir starten mit Low Money. Ja, warte, ich will kurz noch über das Matchup gucken. Die haben Akani nicht dabei. Die haben Suicune nicht dabei. Suicune ist nicht dabei. Das ist angenehm. Roserad ist nicht dabei. Kein Maskeregen und kein Trigometry. Ist geil. Ja, ist machbar. Ich würde immer mit dem Hasen starten. Ja, absolut. Nichts spricht gegen Hase. Ja. Okay. Passt. Ole kann klicken. Kari, ich sehe halt, ich weiß nicht, maybe. Also, wir können halt alles irgendwie fake-outen und attacken. Sehen wir mal. Ja, Mari. Ja. So. Ja. Yippie, yay. Schweinebacke. Ich könnte mir vorstellen, dass Skarm-Lead kommt, weil Low Punny ist halt super obvious. Ja, das ist okay, auf den. Können wir potenziell in Lando gehen? Ja, ich will Lando nicht hart reinwerfen. Nee. Also wir können von mir aus erstmal Fake-Outen gucken, ob er einen Rocky-Helmet trägt. Warum? Wir können doch direkt einfach U-Turn. Das geht auch. So. Skarbor macht mir so Angst, Die starren einander an. Ja. Ich find's wild, dass Roserade nicht dabei ist. Ich fand ihn eigentlich ziemlich strong. Ich hoffe ein bisschen auf ein Drapion-Lead. Ich will den irgendwie früh anchippen. Weil wenn Drapion weg ist, sieht Skelabra umso geiler aus. Weil wenn Drapion weg ist, können wir Free Shadow Ball spammen. Ja. So, Lob kommt rein. Neuwahn. Ja, okay. Boah. Ich will actually immer einfach U-Turn. Ja. Ich sehe halt nicht, also komm, der muss halt Angst haben von der Dreifachachse. Das heißt, er will rausgehen, das heißt, wir drücken einfach U-Turn. Ja. Können wir machen. Oder? Okay, Leute, wir haben es ganz entspannt. Bei uns kann das ein bisschen länger dauern, hä? Ja, die sind tatsächlich auch zu zweit. Warum? Weiß ich nicht. Seit wann? Hat er irgendwie nicht Bescheid gesagt, aber ist mir auch herzlich egal, keine Ahnung. So, wir spielen auch Tag-Team, von daher. Juckt nicht. Ich war nur verwirrt. Ja, kann ich verstehen. Hat er mir auch eben gerade erst gesagt. Ja, ist gut. Ihr guckt. Okay. Ja. Rocky. Ja. Okay, gehen wir jetzt raus in Vika-Volt, legen Webs, oder gehen wir raus in Landorus? Ich will Webs irgendwie legen. Ja, obwohl die kann er auch direkt wieder wegbekommen. Ja, aber mit wem? Als ob der mit Panzer Aeron defongen will auf Vika-Volt. Ja, auf wieder war. Lass einfach Vika-Volt gehen, lass einfach Webs legen. Okay. Weil wir wissen, das Problem, was wir haben, ist dieses komische Gardevoir mit seiner komischen Schallwelle. Das heißt, wenn die gone ist, oder wenn der langsam ist durch Webs, ist Geilo. Ja, dann lass Webs legen. Also ich habe jetzt Webs gedrückt, ne? Oh, ich bin so am Zittern gerade, ne? Ja, klar. Ich bin so nervös. Ich nicht. Nee? Ich kann eh nicht klicken. Wenn, gibst du immer mir die Schuld, ne? Ne? Mann, Ole, das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch eigentlich Bugbuzz gegen den drücken. Mann. Leute, wie geht's dir? Mir geht's super. Sehr schön. Mir geht's super, ich hab Bock. Let's go. Pillow Swine. Das ist okay. Können wir jetzt nicht... Wir gehen einfach an Wash. Ja. Bottom Wash ist eh nichts für anderes da. Ja, der ist halt... Nö, du hast recht, eigentlich ist der... Rotom Wash hat nicht mehr Aufgaben inzwischen.
Der wird halt probably rocken, aber ist okay. Ja, Rocks sind fine. Oder wir ziehen jetzt Swap und gehen in Low Punny. Oh, Toxic. Toxic. Ist okay. Warum bin ich gerade auf dem Boot? Aber der hat eigentlich auch kein. Also kaum. Ich habe halt Angst, dass er rausgeht in Neuwahn. Ja. Und dann Heads Up Removal. Deswegen würde ich gerne Volt switchen, to be honest. Können wir machen. Ja, das ist Volt Switch. Die können eigentlich gerade nicht auf Hydro gehen. Auf im Pillow bleiben. Die Spitznamen sind ja auch wild. H-O, N-H, A-E. Sind das vielleicht sowas wie chemische Formeln oder so? Oder Atome? Ja, genau sowas. I don't know. Ich kenne. Aber das Ding ist. Ja. Dadurch, dass es. Dadurch, dass das Ding halt Toxic hat, heißt entweder fehlt halt ein Icicle Crash. Hm. Oder Rocks. Oder Ice Shard, aber ich glaube nicht Ice Shard. Ich glaube halt, der hat keine Rocks. Ich sag, der hat keinen Crash. Ich kann gut sehen, dass er keinen Crash hat dafür. True. Ich weiß auch nicht, ob Toxic sein Play war, aber wir hätten im Prinzip hier auch einfach an Pharaoh gehen können. Warum bin ich gerade so nervös, Mann? Ich zitter total. Das ist richtig schlimm. Zitter nicht. Hauptsache keine Missklicks machen. Aber ich bin ja nicht present. Yippie. Haha. Ha? Oh, Junge. Ein Zap. Ey, wie lange ich das nicht mehr gehört habe, weil ich so ewig nicht bei dem im Stream war. Rotom Wash Shoden will use Vote Switch. Waiting for opponent. Punkt, Punkt, Punkt. Cancel. What? Bitte nicht. Oh, fuck. Das heißt, aber jetzt können wir Hydron. Ja. Weil selbst wenn er Neuwahn geht, ist fein. Ja, klar. Weil wenn er jetzt defogt, ja. Das heißt, er wird nicht defoggen. Korrekt. Korrekt. So, komm, jetzt, Leute, drückt Buttons. Knöpfchen. Oh Gott. Ich will mal was wissen. Wir haben die Neuwahn noch keinen Schaden gemacht. Na. Chandelure gegen Neuwahn. Wie viel machen wir den mit einem Fireblast? An sich ist sowas wie Fireblast auch super free, wenn das Neuwahn angetrippt ist. Ja, weil wir machen mit Fireblast, wenn er kein HP-Investment hat, 37-44%. Okay. Dirty. Wie viel machen wir gegen wir müssen aber warten, bis Gardevoir gemegert ist. Was? Wir müssen aber warten, bis das Gardevoir gemegert ist. Ja, ja. Drücken wir Hydro oder drücken wir Ubulovis? Ich weiß es nicht. Die kriegen halt jetzt 25% durch Dings, ne? Die Toxic. Aber ich weiß auch nicht, was wir rausswitchen wollen. Ja, also wichtig ist Rotom halt auch nicht mehr so. Ja, wir können den Willowis. Ja. Ich glaube nicht, dass die den sacken wollen. Der ist eigentlich noch, gerade mit dem Eishat ist er noch gut gegen Lando. Ja, kann oder so.
Ich hoffe ja auch ein bisschen, dass wir. Das heißt, Drapion, wir können Willow drücken. Ich hoffe ja auch ein bisschen, dass wir Drapion angechippt bekommen, weil dann können wir Free Shadow Ball drücken. Das ist fein. Chip auf dem ist gut. Aua. So, Vika Volt oder. Ne, wir sind Fist der Vika Volt, Moment. Ah, ich würde den Action einfach abwerfen. Ja. Wollen wir nochmal. Road Switch? Ja, verlieren wir nichts mit. Selbst wenn er an Aura geht, ist das erstmal nicht so schlimm. Ja. Dann drücken wir Volt Switch. Ja. Gut. Wenn der defaulted, ist auch fein. Ja. Sicher nicht. Sind die Rocks weg? Danach können wir. Keine Ahnung, irgendwas Cooles reinholen. Ja, irgendwie punishen wir den nicht so hart, aber. Ja, ich glaube, wenn er jetzt defaulted, nehme ich das sogar erstmal. Weil dann können wir in. Keine Ahnung. Chandelure oder so gehen. Weiß ich noch nicht. Weil lassen sich aber auch viel Zeit mit den Turns, ne? Ah, ich weiß nicht. Maybe drop einen Draco. Das wäre ideal. Ole? Sogar. Ja. Ja, weil wir mir gerade kurz das Put klingen. Achso. Draco würde ich nehmen. Aber wenn der minus 2 ist, dann bietet uns das ein bisschen was. Das Ding ist, er kann auch nicht irgendwie sowas wie sowas. Ahnung. U-Turn. Aha, Chip ist Chap. Wenn er jetzt Aura geht, ist auch okay. Ja, weil dann sind wir down, dann haben wir wieder andere Optionen. Wenn er Pillow geht, auch okay. Ja. So, Rotom stirbt jetzt. Nicht. Aber wir sterben jetzt am Eishot. Weiß nicht, wir haben. Ist da rein zu. Ja, nee. Ich glaube, der drückt Eishot. Ja, muss er. Sonst kriegt er ja nochmal Chip auf Pillow. Können wir nicht einfach theoretisch for free in Pharaoh gehen und den noch als Sackfodder behalten? Ja, können wir machen. Ich gehe in Pharaoh, oder? Sagst du Pharaoh? Ja. Ich würde gerne noch als Sackfodder behalten, dass wir nochmal den irgendwann abwerfen können. Wie viel Damage haben wir denn eigentlich gemacht mit Hydro? 37. Oder warte, kennst du mal kurz? Ich hab 46, machen wir dem. Ja, ich will gerade nur kalken, was der für ein Set ist. Der ist auf jeden Fall, der ist bedeff. Okay. Der ist bedeff. Pillow Swine. Ja, der ist komplett bedeff. Der ist komplett bedeff. Okay. Das heißt, er hat ja keine Attack-Mess, das heißt, ja, wir können rausgehen. Ja. Ich weiß gar nicht, was die jetzt so lange nachdenken. Hier mache ich nur ein Play. Ja, das ist Ice Shard. Wenn die jetzt nicht Ice Shard drücken, dann weiß ich auch nicht. So. Rotom Wash. Pharaoh kommt. Ice Shard, ja. Ice Shard. So. Ich würde irgendwo Leech ziehen. Wollen wir einmal Leech ziehen? Ja. Hä? Ja. Alles über Leech ziehen. Ich würde actually Leech ziehen und je nachdem, was kommt, wenn die Neuwaren reinschicken oder egal, was reinkommt, also, oder zumindest, wenn irgendwas reinkommt, wo die Gefahr besteht, dass es die folgen kann, würde ich Rotom abwerfen. Wir sacken Rotom und wir kriegen kein Default und wir können irgendwas rausgeben, was treasured. Korrekt. Wir müssen irgendwann dieses Drapion rauskriegen.
Oder halt sehr stark anchippen. Oder das neue Wandern chippen. Ja, ich meine, mein Drapion rauskriegen, das ist fein. Frisk, get it, Ocker. Ja, ist ein bisschen Leech, nervig. Burn, wir gehen raus in Rotom. Falls sie die folgen, die folgen die. Warte. Ich kann mir jetzt... Oder... Ich überlege gerade, Gyro zu drücken. Weil die Webs kriegen wir ja nochmal raus. Ja. Und Gyro boxt den um. Sehr wahrscheinlich. Hat der hat schon Damage gemacht mit U-Turn, ne? Ja. Ja, daran Gyro boxt den sehr wahrscheinlich einfach um. Vor allem mit Lead Sheets. Ja, dann lass den aber Gyron. Ja. Falls der Flamethrower, Default, alles fahrt. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass er einfach roostet so. Ja, das wäre auch okay. Wir machen dem über 5%. Deswegen habe ich halt auch überlegt. Wir machen dem über 50%. Ein Flamethrower würde, wenn er komplett offensiv ist, 35% Max machen. Ja, es ist fein. Ja. Also wir sind halt zwar kein Switch-In mehr in Gardevoir, aber solange wir halt die Webs aufrecht halten, ist es okay. Ja. Wenn der weg ist, dann können wir... Ja, okay, das ist ja fein. Gucken, wie viel Schaden wir machen. Genug. So. Glaubst du, die gehen jetzt ins Skarm? Ich glaube halt nicht, dass sie nochmal roosten. Nee, glaube ich auch nicht. Also ich würde halt, wie gesagt, jetzt Rotom abwerfen. Ja, können wir machen. Ja. Also klar, die können halt hier nicht nochmal roosten. Die sehen halt, yo, das bringt uns nichts. Nee, mit Lead Seeds und Burn würde der einfach draufgehen. Ja. Und auf der Range, auf der er jetzt ist, können wir jetzt Free Fire Blast drücken. Oder gehen wir in Lando? Nee, nein. So? Ich hab keinen Bock, jetzt doch irgendwie einen Flamethrower noch zu fressen, weil der denkt so... Ja, aber wir haben doch trotz... Warte, mach mal kurz Cancel. Ja, ich hab gecancelt. So, wir haben 47 gemacht, ne? 57. 57. Das heißt, sie haben halt auf jeden Fall kein Special Attack Investment, probably. Ja, die sind wahrscheinlich Full HP und wir haben eine sehr hohe Roll getroffen. So, das heißt, Lando kriegt, selbst wenn die Draco drückt, kriegt Lando irgendwie so 50 und Flamethrower kriegt Lando so 25. Aber wir recovern ja nochmal ein bisschen was mit Leftovers plus Lead Sheet. Okay, sagst du Lando? Ja, ich sag Lando. Okay. Riskant, mein junger Padawan. Okay. Guck, ja, das ist insane! Das ist so cool! Ja, ich gönn dir. Wir drücken Sub. Ja, natürlich drücken wir Sub. Dafür ist dieser Moment auch gekommen. Oh! So gut, Ole. Ey, jetzt kommt HP Ice. Okay, Sub kommt. Toxic, geil. Ich habe ein bisschen Angst vor Whirlwind. Aber können wir jetzt auch nichts mehr hindern. Das ist richtig. Dann lass SD und dann gucken, was er macht. Ja. Okay, er bleibt drin. Hat er Whirlwind? Er hat Whirlwind, okay. Nein. Ah, und unser Sack ist tot. Aber wir können jetzt in Channeler gehen und Free Fire Blast drücken. Das ist gerade geworden. Oh. Aber kann er nicht wissen, dass wir Scarf sind. Das heißt, wir können trotzdem Channel gehen. Und er weiß auch nicht, dass wir Flashfire haben. Ja. Aua. Fireblast. Mann, warum hat der Whirlwind all unseres... Das heißt, ihm fehlt... Also er hat dann probably Roost, Whirlwind. Der Defog wird dann auf dem Neuwand sein. Ja. Aber es ist halt trotzdem geil, wenn wir das theoretisch... Ahnung. Das Geile ist halt, wenn wir irgendwie Gravity rausbekommen. Irgendwie die Drapion, actually. Ja, wenn der minus 1 ist. Und gegen... Das Ding ist, gegen Drapion werden die halt auch niemals drinbleiben gegen Lando. So, jetzt bitte geht nicht in Gardevoir. Da würde ich weinen, bitterlich. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach abwerfen. Ja. Also das Neuwand abwerfen und dann Drapion gehen und Pursuit trappen. Ja, aber ich
müssen dann wahrscheinlich eh drin bleiben, oder? Ja. Wir werden dann wahrscheinlich drin bleiben, Fireblasten, den Chip nehmen und dann rausgehen in Lando und einmal Gravity drücken. Ja. Okay. Bei der Bibadabum. Schade, dass jetzt gerade Rotom darunter leiden musste. Der wäre jetzt Zack noch ganz nett gewesen. Das Ding ist halt, solange die Webs noch liegen, ist alles noch in Ordnung. Pillows Fine, der stirbt. Nicht. Weil er komplett spedef ist. Ja, nochmal Fireblast, oder? Dirty? Ja, ich würde einfach Fireblasten. Einfach Fireblast gehen. Okay. Bitte jetzt nicht Gardevoir. Das wäre ganz nett. Ich könnte doch nicht Gardevoir gehen. Also wenn die Gardevoir gehen, das sind die absolute Giga-Chats. Ja, stimmt. Aber die sehen dann halt, welche Fähigkeit wir probably haben. Oh, warum haben wir nur Flashfire gespielt? True. So, gegen Drapion müssen wir drin bleiben. Ja, den Fireblasten wir einfach. Ja. Geile Nummer. Der Knock. Okay, wir gehen Lando, drücken Gravity. Unlucky. Den Chip hätte ich gerne gehabt. Hä? Den Chip hätte ich gerne gehabt. True, ich auch. Also das Ding ist, Eisfangbox und seid gerade nicht mehr um. Boah, Fireblast hätte, wenn der Offensiv ist, sogar maybe gekillt. Tragisch. Tragisch, tragisch. Okay. Egal. Lando sieht immer noch super aus. Jetzt einfach nur ein Skarmory gehen. Neuwein wäre auch ein bisschen nervig. Ja. Aber ich sehe Neuwan nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, da ist er. Und Gravity, let's go. Landorus. Gummery, kennen wir den überhaupt? Nö. Nö, aber drückt trotzdem EQ. Ja. Weil Chip ist Chap. Richtig. Das Einzige, was nicht reinkommen darf, ist fucking Ferrofawn danach. Ja. Weil alles andere bringt uns Momentum. Ich glaube, Lopunny boxt einfach um. True. Also danach boxt Lopunny wirklich alles um.
Das sieht doch jetzt soweit ganz gut aus. Ja, der wird halt leben, wird halt raus. So Gravity halt. Ja, dann wird halt. Aura lebt leider einen Hit. Doof, aber ist okay. Aura lebt einen Hit? Also lebt einen Hit, meine ich, vom Hasen. Achso, ich dachte gerade. Aura lebt kein Hit. Ich wollte gerade sagen, Dirty. Da hätte ich aber. Wir haben schon Schaden mit Lopunny auf Scummery gemacht, ne? Ja, mit U-Turn, aber. Haben wir gemacht? 3%. Was, ich weiß nicht, ob du da irgendwas erkalken willst. Oder kannst. Ja, vielleicht ist er nicht First Death. Wenn er nicht First Death ist, boxen wir ihn. Aber der ist sehr, sehr wahrscheinlich komplett First Death. Ja, hundertprozentig. Weil der jetzt Low Punny checkt. Aber er muss halt hier Whirlwind. Er kann halt nichts anderes drücken. Nee. Also, alles andere macht halt keinen Sinn. Richtig. Und dann müssen wir halt Glück haben. Ja. Danach, ich sag, Low Punny wäre am geilsten. Vikavolt wäre auch noch okay. Auch noch fein. Pharaoh wird uns halt zurückwerfen. Vikavolt wird basically, yo, wird drücken, Volt Switch. Ja. Pharaoh wäre halt basically, yo, wir müssen den Double wieder, wir müssen wieder zurück swappen. Ja, oder? Ja, ja. True. Kommt, Leute, ihr müsst Whirlwinden. Wenn ihr jetzt irgendwas anderes drückt, erlaubt ihr uns potenziell einen Sub aufzusetzen oder SD. Ja. Imagine, oh Gott, der SD, Eil, der wäre bodenlos. Wenn die Neuwahn abwerfen, das heißt, würden sie keine Webs mehr wegkriegen, weil ich sehe nicht, dass sie Defog auf dem haben. Nee, ich auch gerade nicht. So, Neuwahn stirbt halt auch obviously immer an jedem EQ. Stirbt Gardevoir. Mega an ihm. EQ, okay, ist okay. Toxic. Was? Das ist totally fine. Das ist absolut fine. Jetzt können wir EQ spammen. Okay. Jetzt stirbt alles. Ja, jetzt drücken wir nochmal EQ. Alter, imagine, wir wären auf Sub gegangen. Imagine. Ja, nee, ist ja keinen Unterschied gemacht. Wir hätten Sub, würden ja, EQ ja, und ja, die würden ja. Roar würden. Ja. Imagine, wir hätten SD gedrückt. Die wissen halt nicht, dass wir SD. Die wissen, dass wir SD. Ja. Ja klar, wir drücken EQ. So, irgendwas stirbt jetzt. Irgendwas. Ja. Also Gardevoir stirbt nicht safe. Aber der stirbt im nächsten Hit. Und der ist halt minus 1. Don't forget the sticky web. Was schlau wäre jetzt, also Gardevoir, je nachdem, was Gardevoir reinzuholen und so einen Bedroher uns zu geben, wäre vielleicht smart. True. Aber stirbt halt trotzdem noch alles. Ja. Klar, und dann holt er halt Gardevoir rein, drückt wir trotzdem EQ. Korrekt. So, Skarm ist weg, jetzt sieht Low Punny halt geil aus. Okay, was holt er rein? Es muss Gardevoir reinkommen für den Bedroher. Alles klar. Ja. Wie viel machen wir Gardevoir? Wenn er uns Intimidate reindrückt, dann machen wir ca. 60 Min. Ja. Imagine, die haben Trace. Hä? Synchronize meine ich. Ja, und Neuwand wird halt sterben. Drapion stirbt. Uff. Ja. Wahrscheinlich nicht mehr uff. Das ist unser Play. Ja. Ihr müsst in Gardevoir gehen. Das Ding ist, wenn wir jetzt noch irgendwie Rocks rausbekommen, dann geht Low Punny halt auch durch. Die müssen halt eigentlich die Webs wegbekommen, ne? Ist halt ein Ding. Wenn Neuwahn nicht das Defog hat, sondern Skarmory, dann ist kritisch. Schön. Ja, wie gesagt, ich glaube halt, Neuwahn hat Defog. Ja, glaube ich auch. Aber jetzt gerade bringt den das nicht, weil er halt auf den Boden kommt. True. Die müssen Gardevoir gehen. Die haben keinen anderen Play. Die müssen uns den Bedroher reindrücken.
Ein anderer Play existiert gerade nicht. Meiner Meinung nach. Also die haben jetzt auch irgendwie die Shuka auf Drapion oder auf Zara Aura, aber keine Ahnung, sehe ich nicht. Sonst wären die in Drapion ja drin geblieben, weil die einen Hit gelebt hätten. Haben wir ja First Turn Webs rausgelegt? Nee, Second. Second Turn, okay. Ah, die liegen da jetzt auch einfach schon seit 17 Runden. Drapion, oh Gott. Dirty Boxen wir ihn ja, einfach. Ja, drin trotzdem. Wir drücken einfach EQ. Warte, ich will kurz nachkalken. Ja, wenn, außer des, also, keine Ahnung. Also selbst wenn, ich sehe halt keinen Grund, warum wir rausswappen sollten. So, keine Ahnung. Ja, okay, wenn der Shuka hat, lebt der Hit. Der lebt auch so ein Hit, Dirty. Nein, lebt der nicht. Doch, lebt er. Ah, das ist Aura. Oh. Ja, aber nur wenn er voll KP ist oder so. Nee, auch ohne. Ich habe gerade ein Blank Set vor mir. Bist du minus 1? Na, ja. Ja, okay. EQ. Hoppla. Ich war so, hä? Ja, ich war noch minus 1. Oh. Hoppla. Meine, ich bin unsicher, was wir tun. Jetzt, by the way. Ja, eigentlich, ich glaube, wir drücken EQ. Ich war erst so, yo, was passiert, wenn wir jetzt irgendwie das Aura reinkommt, wie EQ uns, der geht raus in sein komisches Neuwahn und defogt, aber ich glaube, das stört uns nicht. Nee. Nee. Was, ich frage mich immer noch, was. Ich glaube, die paniken gerade. Anders kann ich mir den Drapion. Das Drapion gerade nicht. Ja, okay, da kommt's. Und? Die haben Synchronize. Drücken wir bei EQ. Der, oder? Warte. Wir haben eine 31% Chance, den zu killen. Ja, wir haben auch keinen anderen Play. Das ist auch richtig. Drücken wir bei EQ. Wuhu! Yippie! Dann, ja. Jetzt muss Neuwand kommen. Hallo Neuwan. Was machen wir? Keine Ahnung, mir ist egal. Wir können Pharaoh wieder gehen. Ja, lass nach Pharaoh gehen. Ja, ist okay. Die verpasst. Drücken wir Lead Shield? Ja. Der ist tot. So. Alle gegen Aura. Dirty, ich scheiß jetzt auf Differenz, ne? Naja, ich auch. Ich will nicht in dieses Vika-Volt reingehen gegen Aura. Nee. Einfach attacken. Einfach jetzt Power Whip drücken. Oder Leech Seed. Keine Ahnung, mir egal. Das ist natürlich unlucky für die, dass sie keinen. Dass sie keinen Trace hatten. Ich sag, unser Play ist einfach rausgehen in Lando, den Intimidate reindrücken und dann rausgehen in Vika Volt. Okay. Ja, kann ich sehen. So. Ich habe jetzt noch ein bisschen Angst vor einem Bulk-Upset. Ja, sehe ich. Aber ist halt. Wollen wir denn dann doch Lead Sheen? Kann der uns. Ich glaube, kann CC uns killen? Ja, wahrscheinlich, ne? Warte. Aber warum sollte CC spielen? Warum nicht? Er wird halt Blazekick spielen. Warte, lass mich. Ja, es hat Worst Case CC jetzt, ne? Ferroform. Leben wir. Leben wir? Oh, es ist irgendwie Life Orb. Ja, dann Live Orb ist eine. Dann,
Assisi leben wir. Worst case wäre, er hat kein Item, er drückt sie Blaze Kick. Das ist eine Max Roll, das sonst killt. Ich kann auch einfach Power Whip drücken. Und er muss halt eine HP einspielen für Lando. Ja. Also er braucht den Blaze Kick. Ja. Und er braucht Plasma Fist. So, eigentlich reicht das halt. So, maybe braucht er halt noch, wenn er will, Player Up oder Player Up für Maxax. Mhm. Oder CC für Umbreon. Ja. Frage ist: Power Whip, Leech Seeds. Ja. Oder Lando. Ich würde Leech Seed. Kann rausgehen in Lando. Ja. Wenn er HP Eist da, ist okay. Das würden wir, glaube ich, sogar leben, weil wir komplett spedef sind. So, den machen wir jetzt einfach kaputt. Jetzt können wir theoretisch rausgehen in Vika-Volt. Und können auch einen 4-0 rausholen. Wir haben halt auf den, wir können ja theoretisch auf Fake-Odds tun. Ja, da ist die HP Eist. So, und jetzt Bugbuzz. Und den Volt switchen. Einmal wieder hochheilen für den Disrespect. Dann lass den Bugbuzzen einfach. Ja, habe ich schon gedrückt. Lass roosten, bis er sich durch Leechies killt. Nein, ich will nicht so sehr gemein sein. Ja, komm, Nock. Ist mega. Hä? Was? Warum hat der kein Blaze? Na. Warum fehlt der Blaze? Ja, da fehlt auf jeden Fall der Blaze Kick. Oder wir sind einfach Macher. Ja. Weißt du das? Ja. Geiles Ding. Dirty, wir sind Macher. Wir sind Gewinner. So, ich schick Leilu schon mal den Kampf. Ab nächste Woche dann. Ja. Let's go. Dirty, das war doch eine gute Nummer. Eine saubere Nummer. 4-0. Ey, Landoro, so ein Macher, ich liebe diesen Jungen. Wie viele Kills? Der ist so cool. Wie viele Kills hat er gemacht? Der hat Drapion gekillt, Skarm gekillt und Garden. Drei. Das heißt, er hat jetzt 13 Kills in der Killrangliste. Ja. Was haben wir uns noch Kill gemacht? Ja, okay, Chandelot eingemacht. Ja. Nee. Rotom hat eingemacht, mit dem Burn am Ende. Wir haben Rotom. Naja, oh, Dirty, wir sind in den Playoffs. Es gibt Playoffs? Ja, und Vika-Volt hat eingemacht. Ja, stimmt. Hey, ich bin so stolz auf uns. Ich wusste bis gerade nicht mal, dass es Playoffs gibt. Doch, ich schon. Okay. Ich wusste nur, es gibt diesen Pokal-Dings, wofür man sich anmelden konnte, da habe ich nicht Lust. Weiß drauf nicht. Gehabt. Ja, ich will einen Pokal. Ja, okay. Dann gewinnen wir die Playoffs. Ich will generell das ganze Ding gewinnen. Ja, tun wir doch. Alles. Tun wir doch. Ich will kein Match mehr verlieren oder kein. Ja, das wird. Also wir haben jetzt zwei harte Gegner noch vor uns. Die sind alle hart. Jeder Spieler ist hart. Das ist richtig. Ich nehme alle mit ernst. Außer Saschki. Nein. Ja, Saschki, den haben wir auf 5-0 umgeboxt. Cool. Dann deswegen, liebe Zuschauer, ich würde mich verabschieden von euch. Küsschen aufs Nüsschen. Gut, dann beende ich das Video. Haut rein, ciao und bis zum hoffentlich nächsten Video. Goodbye. Ciao. Ciao.